Ja, heute geht es um dein Hellsehen, um deine Hellsinne. Wir alle empfangen die Energien auf die ein oder andere Art und Weise. Der eine empfängt sie bewusster, der andere vielleicht noch etwas unbewusst. Aber egal wie, alles ist letztendlich Energie, alles ist Schwingung. Hinter allem, was du siehst, ist Energie und Schwingung. Und natürlich auch die verschiedenen Ebenen aus der geistigen Welt. Sie sind natürlich auch voll mit Energie und diese Energie empfängst du natürlich. Du bist dann der Umsetzer, der Transformator, der diese Energien umsetzt und dann interpretiert und hier auf diese Erde bringt. Und dafür dienen natürlich unsere Hellsinne. Das sind unsere Antennen in die feinstoffliche Welt. Wir haben unsere physischen Sinne, mit denen wir alles das wahrnehmen, was da draußen ist. Alles Materielle, alles Grobstoffliche nehmen wir mit unseren physischen Sinnen auf. Aber alles das Feinstoffliche, alles, was dahinter steht, alles im energetischen Feld, das nehmen wir natürlich mit unseren Hellsinnen wahr. Darum ist es auch so wichtig, diese Hellsinne zu trainieren, denn jeder von uns kommt mit intakten Hellsinnen auf diese Erde. Wir inkarnieren alle hier. Wir haben alle aktive Hellsinne, nur dadurch, dass wir uns eben ja hier auf das Grobstoffliche konzentrieren, verblasst natürlich auch ja unser Umgang mit unseren Hellsinnen. Und ich habe heute eine kleine Übung für dich, wo du deine Hellsinne trainieren kannst. Es muss auch nicht unbedingt das Hellsehen sein. Es ist, jeder hat seinen eigenen Kanal, wie er eben empfängt. Vielleicht empfängst du über Emotionen, vielleicht auch hellwissend, vielleicht aber auch über Bilder, vielleicht hörst du Dinge oder schmeckst oder riechst sie dann begleitend noch dazu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du eben Dinge aus dem feinstofflichen Feld für dich wahrnehmen kannst. Und jetzt zur Übung. Du nimmst dir drei verschiedene Blätter Buntpapier. Wichtig ist die gleiche Struktur, dass sie wirklich die gleiche Dicke haben, dass sie auch wirklich sich gleich anfühlen, die gleiche Oberflächenbeschaffenheit. Und dann mischst du diese Blätter, du mischst sie, du schließt deine Augen, du atmest tief ein und aus und dann kommst du im Moment an, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt ja, bei dir angekommen, dann ziehst du eine von diesen Karten mit geschlossenen Augen und erfühlst bzw. nimmst die Farbe wahr. Vielleicht siehst du sofort vor deinem dritten Auge diese Farbe, vielleicht kommt etwas durch, was sagt, es ist grün, vielleicht ja, spürst du einfach auch die Präsenz der Farbenergie. Einfach wirklich dort in deine Wahrnehmung gehen und immer wieder und wieder wiederholen. Und das Gute ist, auch wenn du falsch liegst, du kriegst ein Gefühl dafür, wenn du richtig und wenn du falsch liegst. Und ja, das kannst du wirklich mehrfach tun. Und das Gute ist, du kannst immer mehr Karten, immer mehr Farben dazu nehmen. Du kannst es auch mit anderen Dingen probieren, die eben wirklich gleich sind, dass du das für dich mehr und mehr trainieren kannst. Und wenn du so deine Hellsinne trainierst, bekommst du natürlich auch viel, viel mehr Sicherheit, wenn du dich mit der geistigen Welt verbindest, wenn du Informationen empfängst. Denn das größte Hindernis von uns ist ja, dass wir uns nicht sicher sind, ob das, was jetzt gerade durchkam, ob es wirklich aus der geistigen Welt kam. Und ja, die meisten Menschen zögern dann natürlich, diesen Schritt weiterzugehen, das in die Welt rauszutragen oder einfach ihre Wahrheit dort zu sprechen. Diese Wahrheit, die sie im energetischen Feld eben gelesen haben. Ganz gleich, ob du channelst, ob du Karten legst, ob du in der Akasha-Chronik liest, ob du pendelst. Überall, wenn du Dinge aus dem energetischen Feld mit einbindest, sind natürlich deine Hellsinne enorm wichtig. Und somit kannst du eigentlich auch wirklich ja das Beste tun für dich, denn du kriegst sofort auch die Bestätigung und du lernst dich als Übersetzer
diese Energien sehr, sehr gut kennen. Und das einfach nur durch kleine, einfache Übungen. Also setz sie um, mehrfach am Tag, wenn du Zeit dazu hast. Komm immer wieder bei dir an und dann beginne mit dieser Übung und du wirst merken, du wirst immer sicherer und die Informationen kommen immer schneller für dich, weil du eben ja diese Sicherheit hast, weil du dieses Gespür für diese Energien eben bekommst. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei.